Hallo und recht herzlich willkommen zu einer neuen Folge F1 2018. Mein Name ist Jan und mit dabei ist der Mike. Hey Leute! Jawohl, auf geht's. Qualifying, kein Regen, aber dafür im Rennen. Ab Mitte, Kurzregen. Schauen wir mal, wie das aussieht. Kurzregen und dann hört's wieder auf, oder? Ja, dann hört's wieder auf. Was ist das für ein Scheiß? Leute, USA am Start. Ich bin gespannt. Wird interessant. Hier wieder in unserem Red Bull Team. Vier Rennen. Mit diesem Rennen vier Rennen noch. Ja. Und wir müssen um. Ja, also die Weltmeisterschaft, also die Team-Weltmeisterschaft, die ist wirklich noch offen. Da müssen wir gar nicht so unbedingt auf absolut krasse Schützenhilfe hoffen, aber für die Fahrer-Weltmeisterschaft. Ich bin Platz 4, Mike ist Platz 5. Platz 3 ist doch in guter Reichweite, also das kann man sogar in diesem Rennen schaffen. Aber Platz 2 und 1 sind beide sehr, sehr dicht aneinander, aber dann doch schon noch so weit weg, ja. Dass sie, dass wir quasi nicht aus eigener Kraft an denen vorbeikommen noch können, überholen ja. können. Also die müssen also echt Scheiße bauen. Leute, wir haben vier Rennen, das ist mega, mega knapp jetzt. Also wenn wir uns jetzt irgendwie einen Fehler erlauben und rausfliegen. Ja, wir müssen eigentlich immer Erster, Zweiter werden, was ja sowieso hintereinander immer ganz gut klappt. Ja. Und, ja. Und, ich hasse diese S's. In England sind die viel geiler. Welche? Diese Schlangenlinienkurven. Ja, okay. Ja, die gibt's doch auch in Großbritannien. Ja, so ein bisschen. Strecke. Ja, ja das sind sie aber langgezogen, ne? Ja, genau, da finde ich die viel geiler, weil man da wirklich mit mehr Speed durchfahren kann, irgendwie. Also da hat man so einen Rhythmus, wie man da durchfahren kann, und hier absolut gar nicht. Ja, die Strecke ist aber ganz okay, sag ich mal. Ja, also sie ist jetzt. Es gibt schlechtere. Ja, wenn man durch diesen ersten Sektor durchgefahren ist, ist es okay. Ich glaube, letztes Jahr haben wir im ersten Sektor auch ein paar Unfälle gebaut. Also das ist auf jeden Fall nicht meine Lieblingsstrecke, definitiv nicht. Aber wir müssen trotzdem hier absolute Top-Leistung geben. Und, oh nein, ich erinnere mich an die letzte. Habe ich Mike schon vor der Aufnahme gesagt. Also ich glaube, dass ich mich hier an einer Stelle gedreht habe. Und genau da habe ich mich gerade in der Einführungsrunde auch gedreht. Hihihihi. Oh, da hat mich einer gerammt. Nice. Großjeans. Bonjour. Großjeans, what the fuck. Aber Junge, die Sonne die ganze Zeit, ne, ist richtig nervig. Hinter dort, ich bin voll im Verkehr, hinter mir ich einer, seh nicht mal die einer. Ideallinie, what the fuck mach ich? Verwarnung, Kurve abgekürzt, leck mich. Was ist das denn, Alter? Nicht mal rechtzeitig umgestellt, okay, ja, wird interessant, wir sind auch natürlich wieder lange nicht gefahren, wie so gefühlt jedes Mal. 2 Wochen, glaube ich, wieder ohne Training. Weil wir schaffen es halt nicht so oft aufzunehmen. Alter. Deswegen ist die letzte Folge auch so ein bisschen länger her wahrscheinlich schon. Oh shit. Ja, der erste Sektor ist so RIP, ne? So scheiße. Ist halt echt. Du bist ich da gerade auch schon auf deiner ersten Runde. Ja. Aber ich fahre so richtig schlecht in diesem ersten Sektor. So ja, ich auch. Das ist nicht mehr feierlich einfach. Auf jeden Fall, wie gesagt, müssen wir uns erstens einfahren, zweitens müssen wir Leistung abrufen, wenn wir scheiße sind. Ja, ist halt alles verloren. Also, ja. Ich hoffe, dass ich heute keine Internet-Lags habe. Bisher hat Jan gesagt, sieht es sehr gut aus. Ja, das hört sich gut an. Und was neu bei mir ist, Leute, ich habe mit Greenscreen jetzt. Ich nehme Greenscreen jetzt auf, weil das habe ich bei ganz vielen anderen Projekten auch gemacht. Red Dead Redemption, FIFA Koop, FIFA Torwart, FIFA Trainer, alles mögliche habe ich jetzt mit Greenscreen aufgenommen, weil ich das eigentlich ganz cool fand. Und deswegen, weil ich es so cool finde, mache ich es jetzt auch hier. Mal gucken, wie das aussieht und mal gucken, wo ich mich jetzt befinde. Ob ich immer noch da oben im Bild bin, wahrscheinlich nicht. Ich werde mich wahrscheinlich jetzt irgendwo anders hinpacken. Oh. Junge, 2 Sekunden schneller als Hamilton, danke dafür. Damit habe ich nicht gerechnet. Ja, offensichtlich. Na, da bin ich ja dann doch zufrieden. Also, ich bin echt scheiße gewesen eigentlich. Ich bin echt auch scheiße gewesen. Und ich bin nicht ganz so zufrieden wie du. Ich bin auch nicht zufrieden. Ja, du bist Erster, Junge, mit 2 Sekunden zum Hamilton.
da kann überleg, man ob ich jetzt gleich noch eine Runde fahre mit den Reifen oder ob ich reingehe und mit anderen Reifen nochmal versuche. Ja, das ist mein Plan. Ja, ich glaube, ich gehe auch rein. Weil die kommen ja eh gleich, die sind alle draußen jetzt und dann, wenn die reinkommen, fahren wir halt nochmal raus und machen dann unsere typischen 5 Runden. Jetzt nur 3, eine schnelle, 2 langsame und später dann die typischen 5 Runden, 3 langsame und 2 schnelle. Wisst ihr Bescheid, Leute. Berg hoch, als erster Platz kann man eigentlich, glaube ich, die Kurve 1 ganz gut verteidigen. Also, wir haben ja häufig... Wo startet man denn als erster? Bin mir nicht sicher, ob man links oder rechts startet, aber ich habe... Das Rennen war in echt auch erst vor, ich glaube, einer Woche. Habe ich gesehen und... ja. Wir haben ja beim Start eigentlich relativ häufig Probleme. Also, wir sind ja häufig im Qualifying eigentlich ganz gut. Mhm. Boxenstopp. Aber wir werden ja meistens beim Boxenstopp schon von 1 oder 2 mindestens überholt. Ne? Ja, die starten immer, so, immer besser. Ja. Oder Ferrari starten uns überholt. Immer einer, einer von beiden sind eigentlich dann immer vor uns. Und dann in der Kurve, manche kann man es behaupten, manchmal nicht. Nach 1, 2 Kurven ist es manchmal schon wieder ausgemerzt. Aber da passieren auch echt viele Unfälle. Also bei uns am Start ist eigentlich, wenn wir gut durchkommen, dann ist es erstmal gut. Aber häufig ist wirklich so, dass... Mama hinne jetzt hier, Alter. Sein, wie es will. Nach den ersten 2, 3 Kurven entscheidet sich meistens so, ob wir das Rennen gut durchstehen oder nicht. Das ist halt wirklich so. So. Ja, wir müssen einfach gut starten. Das ist schwierig, aber, ja. Leicht gesagt, schwierig ist es. Keine Ahnung. Hoffentlich kriegen wir es. Ich habe 1,3 Sekunden Vorsprung zu dir und 1,5 zu Hamilton. Ah, der hat nochmal eine bessere gefahren. Okay. Das ist aber interessant. Ja, das ist das. Ja, weil Vettel hat 3,2 zu mir und zum Beispiel den Fernando Alonso ist 2,9, aber ist auf Platz 4. Deswegen, ich weiß nicht, Hamilton kann der nochmal 1,5 Sekunden raushauen, weiß ich nicht, aber. Hamilton ist ja auch noch. Ich bin halt sehr nah sogar an Hamilton, das ist das Problem. Ich muss da nochmal. Ja, stimmt, du musst auf jeden Fall eigentlich nochmal. Die Frage ist halt, ob ich auch nochmal muss. Aber schadet ja nicht, habe ja andere Reifen ausgewählt. Ich starte mal direkt die Kamera neu. Schadet auch nicht. Zack, Synchro. Meine Haare sind auch ein bisschen. Die fallen heute irgendwie immer. Die halten nicht richtig, die fallen immer irgendwie ein. Deswegen habe ich eine richtig geile Red Bull Cap. Ich habe nur das Red Bull Polo Shirt und die Cap habe ich keinen Bock. Ich habe da 2 Caps da hinten, aber nee, lass mal. Heute nicht. Dafür sind sie dann doch zu gut. Ja, ich weiß nicht, wollen wir jetzt schon fahren? Ja, ne? Also ich bin gerade rausgefahren, weil ich denke mal die... Ja, ich denke auch, dass die jetzt dann bald in die Box fahren, wir eh noch die eine Führungsrunde genau haben. Ja. Ich bin jetzt nur noch ein ganz paar auf der Strecke und ich mache jetzt meine Einführungsrunde und die wahrscheinlich gerade hoffentlich in ihre Inlap. Ja, so dachte ich es gerade auch, aber ich dachte, du wärst noch drin. Jetzt ist schon weg. Wir haben ja auch wenig Benzin mitgenommen, also relativ gesehen 3,8 für 3,8 Runden und echt jetzt? Ich dachte, du machst auch wieder typisch 5. Nee, nee, ich fahre wahrscheinlich auch wieder nur eine schnelle. Okay. Ich weil denk, ich habe ja genug Zeitabstand. Ich meine, ob ich jetzt Erster oder Zweiter bin, das ist egal. Aber ich glaube nicht, dass noch einer überholt ist. Mehr so trainingsmäßig ist. Ja, eben. Für das, dass wir lange nicht mehr gefahren sind. Ich glaube auch nicht, dass ich dich noch überhole. Will ich auch eigentlich gar nicht. Ich will nur weg von Hamilton. Das ist so das Problem. Das stimmt, also wie gesagt, diese 0,3, 0,2 Sekunden, die du da Vorsprung hast. Das kann der noch holen und ich weiß, ich habe ja diese Nemesis-Kurve, wo ich mich gerade in der Einführungsrunde schon gedreht habe, in der Outlap und im letzten Jahr. Das ist die Kurve, wo ich jetzt gerade bin. Ja, du bist, kannst bist, nicht. Ja, ich guck gerade auf die Map. Ja. Okay. In der, ich glaube, da gehe ich... Diese Linkskurve da. Ja, genau, ich glaube, da gehe ich zu doll aufs Gas und drehe mich deswegen weg, also mein... Oh nein. Was ist jetzt? Ich muss gleich meine Aufnahme nochmal neu starten. Warum? Ah, du Hurensohn! Hä, warum? Sorry.
Mein Kalender ist wieder. Ah, nein! Über meine Anzeige. Ich fahre jetzt noch diese schnelle Runde und starte dann gleich meine Aufnahme. Ja, okay. Was ein Scheiß. Ja, Leute, übrigens, apropos Aufnahme, wir nehmen natürlich wieder auf beiden Kanälen auf. Ja, also. In der Infokarte verlegen. Genau, können wir mal. Jeweils andere. Die anderen Perspektiven oder die andere Perspektive euch anschauen. Oder beide nebeneinander. Ganz genau. Das ist eh das Beste. Du fährst jetzt deine Schnelle, ne? Ich fahre gerade meine Schnelle, ja, aber sie ist nicht gut bis jetzt. Okay, nice. Meine Schnelle ist langsam. Das ist nicht so cool, aber... Wow! Dieser erste Sektor, Alter, das ist unfassbar. Was ich da gerade getan habe... Ich meine, es hat mir natürlich Zeit gebracht, aber es war nicht schön. Und auch nicht ganz fair. Ich sehe nicht, wann ich DRS einschalten muss. Ja, du musst auf die Schilder achten. Oder auf die Linie, die da ist. Ja, leider. Hier gibt's auch nur ein DRS, ne? Oder Startziel gibt's? Es gibt zwei. Startziel gibt's noch, ne? Ja. Startziel und diese eine hier, wenn man den Berg runterfährt. Oh Gott. Okay, ich habe eine lila Zeit gerade. Kann man mal machen. Oh nein. Nein, 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 nein. Oh. Alter, was geht bei dir ab? Ich habe mich gerade fast gedreht. Junge, der haut nochmal eine lila Zeit raus. Obwohl er die ganze Zeit nein, 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 nein schreit. So. Ja, ich hätte... So macht das ja noch jeden Fall. Und ich hau nochmal eine lila Zeit raus. Okay, das heißt aber, wie wir das schon öfter gesagt haben, wir fahren beide schnell. Ja. Das ist das Gute. Ja, okay, dann fahre ich auch rein. Obwohl ich eigentlich noch für 3 Runden Benzin hab. Dann fahre ich auch rein. Dann können wir ja jetzt cutten, weil ja. Dann kann ich okay, jetzt dann gibt's einen Quatsch. So, wir schauen, wie das Qualifying geendet ist. Oh, Bottas könnte sich nochmal hochschieben 6, ja. Auf Platz 6. Aber das ist gut für uns, dass Hamilton dazwischen ist, weil wir schauen uns nochmal die Rangliste an. Wir ja 4 von 5. Oh, Vettel ist auf Platz 2. Oh, shit. Raikkonen auf Platz 3. Die haben sich überholt, Alter. Na, Ferrari hat sich 41 Punkte und Hamilton ist 2 Punkte hinter mir, Alter. Was hat denn der gemacht? Der hackt doch. Ja. Also alles recht nah beieinander. Wir beide sind auch nur 9 Punkte auseinander entfernt, aber unser Abstand ist eigentlich relativ, ist nicht so relevant, ja. Weil wir wollen ja beide nach vorne. Und ja, also Raikön kann man überholen, vor allen Dingen für mich realistisch. Ist nicht einfach, aber es wird nicht einfach. Es wird nicht leicht, ganz genau. Weil du musst halt denken, man kann theoretisch noch viel schaffen, man kann sogar noch Platz 1 schaffen, wenn die anderen auch ein bisschen Scheiße bauen. Aber du musst halt denken, dafür musst du 4 Rennen Erster oder Zweiter sein. Am besten sogar ja, Erster halt. Anderen dürfen nicht so gut sein. Okay, gelb. Lila und gelb schlägt er mir vor. Ja, oder halt eine Sekunde länger und bessere Reifen. Ich glaube, ich mach das. Schon, ne? Ich mach. Ja, weil vor allem. Aber ich mach das so. Das entscheide ich im Rennen. Ich wollte gerade überlegen, ob ich wegen Regen, weißt du, vielleicht muss man wechseln, vielleicht muss man auch nicht wechseln. Und deswegen überlege ich gerade mal, den roten Stint in die Mitte zu packen. Ja, weil aber, es nicht viel Unterschied macht, glaube ich. Nee, aber man kann dann länger warten auf den Regen, aber ich glaube, lila reicht da auch aus. Ey, wehe, wenn nicht. Ich bring mich um. Ja, ich meine, wir hören ja den Wetterbericht und kann dann später... Oh dann nein, ich stand außen. Oh, was ist das denn? Dann muss ich wieder außen bleiben, ja, sonst ramm ich dich weg. 31 Runden habe ich. 31 Runden, ist das so geil? Ich bin lieber, glaube ich, ich habe 29 gemacht. Auch 29. Ich will halt für den Start so ein bisschen, aber ich will eigentlich nur auf Standard fahren. Weil das ist irgendwie... Ja, ich bin lieber leichter. Es ist für mich, ist es halt so das Problem, dass ich dann viel umstelle, weil ich das nicht einfach für eine Runde dann auf Fett lasse, sondern ich stelle es dann die ganze Zeit hin und her. Und das ist halt ein bisschen dumm, ne?
stelle das eigentlich, also ich lasse das mehrere Runden lang. Ja, ich nicht, ich stelle es dann halt auf den Geraden dann hoch und dann wieder runter und so. Das ist eigentlich, ja, ist es nicht dumm, es ist klug, aber das beansprucht halt irgendwie Aufmerksamkeit, dass ich da immer drauf achte und dadurch... Das scheiß Kurven brauchen Aufmerksamkeit. Ja, dann habe ich halt oft Probleme, dass ich dann irgendwie, ja, nicht ganz auf irgendwelche anderen Sachen achte und das ist dann nicht so cool. Wow. Was aber cool ist, ist, dass dein Internet wieder funktioniert. Das ist tatsächlich cool, aber du jinxst es jetzt. Das ist jetzt so ein bisschen gejinxt, ja. Das ist keine gute Idee. Am Ende funktioniert es bei FIFA nicht, das ist noch schlechter, Alter. Ich fahre gleich in die Wand, so wie ich das gerade hier mache. Mit hin und her fahren. Bei 200 km/h erstmal hin und her fahren, nice. Es geht doch in die Hose. Woo! Oh, Mike, ich drücke uns alle hier die Daumen. Ich hoffe, ihr auch, ja. Zuschauer, ich bitte. Auch. Wir brauchen es. Wir brauchen nichts. Es könnte so ein spektakuläres Ende, Finish, ja, mit den vier Rennen sein. Könnte. Oder es könnte einfach ein Finish in die Wand sein, Alter. Ja. In die Wand und damit ist es auch ein Finish. Halt kein cooler Finish, aber. Boah, es ist halt wirklich in den vier Rennen, es ist halt noch alles drin. Also wir können noch auf Platz 6 beide, 6, 7, irgendwie alle, also, wobei 7 vielleicht nicht, aber 6 und 5 und wir sind gerade auf 4 und 5. Okay, fett. Oh shit, ich muss hochstellen. Jetzt habe ich nicht mehr hochstellen können. Oh, das war knapp. Ich habe nicht mehr hochstellen können. Ich habe gerade hochgestellt, also hochstellen wollen und er hat dann einfach abgebrochen, weil ich da reingefahren bin in den Ding. Ich bin... eine halbe Sekunde oder so vorher fertig geworden. Also zum Glück habe ich Hotkeys, ne? Sonst wäre das jetzt richtig blöd. Sonst wäre das echt nicht so... Alter, scheiße. Er sagt mir, es wird gleich regnen. Er sagt, es wird gleich... Hast du ja auch noch zur Taktik. Er wird es im Auge behalten und wird mir Bescheid sagen. Okay. Hat er gesagt. Ja, hat er noch nichts gesagt. Boah. Regen, du bist wichtig. Ich schwitze an meinen Händen, das ist ekelhaft. Das ist nicht geil. Good luck! Soll ich dir Platz lassen? Ja, okay, du kommst sowieso vor. Ja, ich bin viel besser weggekommen als du. Lass diese Kurve. Junge, ich werde unsichtbar. Hä, das geht doch nicht. Wieso bist du unsichtbar geworden? Weil Raikön in mich reingefahren wäre. Toll. Der ist durch mich durchgefahren gerade, also... Boah, mit so einem schweren Auto hier durchzufahren, Junge, Junge, Junge. Ja, das ist nicht geil. Was ist das? Es war aber, es war fast schon klar, bewegen, dass du mich überholst. Wieso das? Ja, ja, weil die erste Kurve, da muss ich einfach Platz machen, sonst schneide ich dich ultra und dann ziehst du da in dieser Kurve eh vorbei, habe ich mir schon gedacht. Bin aber auch echt... Aber du bist beim Start, bist du echt, ich wollte doch fragen, soll ich dann wirklich Platz machen? Und dann habe ich schon gesehen, der Pfeil kommt immer näher da. Ja, dachte ich, okay. Er ist richtig gut weggekommen. Das ist aber auch gut. Das und vor dem Start noch sagen, egal was passiert, du kommst als erster durch die Kurve und ich. Und dann habe ich gesehen, wie ich gestartet bin. Okay, zum Glück habe ich es nicht gesagt. Sonst hätte ich dich weggeboxt. Deine Lieblingskurve? Ja, absolut. Ich hoffe, ich blockiere dich nicht. Noch ich hoffe, wir nicht. Kommen gemeinsam weg von denen. Ich hoffe, wir wenn machen doch, einfach keine Chance. Sag mir Bescheid. Ja, 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 fahr einfach. Du hast noch einen guten Abstand zu mir. Ich versuche relativ vorsichtig zu fahren. Ich will mich nicht wegdrehen, denn ich mag die Strecke nicht. Wir haben eine Sekunde Abstand, also. Okay, das war jetzt nicht smart von ihr. Alles egal, wir sind immer noch. Wir sind gut entfernt. Eine Sekunde sind wir weg, das ist okay. Natürlich sind wir nah, aber eine Sekunde ist okay. Die Kurven, ey, die sind so nervig. Wie 28 so. Runden, wie soll ich das aushalten, Alter? Ich weiß auch nicht. Wie kann man so eine Scheiße auf eine Rennstrecke bauen? Wirklich ja, ohne cool, Witz. Ein paar Kurven. Wir haben noch nicht genug. Was machen wir damit? Junge, okay, jetzt die Kurven... Oh, Scheiße. Ja. Ciao. Das war nicht geil.
Frontflügel oder nicht? Nein, nein, nichts kaputt gegangen. Okay, zum Glück. Okay, du bist noch da mittendrin, Platz 4, glaube ich, ne? Ja. Uiuiui. Nicht so geil. Aber das ist besser, als wenn du dir jetzt irgendwas kaputt gefahren hättest. Da bin ich wieder. Das Hausbeschleunigung auf dieser Strecke, dieser Asphalt, er macht mich fertig. Hey, was ist ein Asphalt? So schlecht, Alter. So, ich habe wieder auf Standard gestellt jetzt. Ich habe wieder auf Fett gestellt. Ich hatte vorhin auf Standard, glaube ich. Ich weiß es gar nicht, keinen Plan. Junge, wie ich da durchpace. Wetterbericht. Den will er hier verarschen. Ja, was hat er gesagt? Trockenreifen passen gerade am besten. Noch 20 Minuten langer Regen. Langer Regen. Jetzt weißt du Bescheid. Noch 20 Minuten ein bisschen Regen. Er hat gesagt, pass auf, die Strecke wird zunehmend nasser. Hat er zu mir gesagt. Regnet's wirklich? Also so, das Auto hat so ein bisschen Schlieren, aber ich bin mir nicht sicher, ob das wirklich... Doch, es regnet. Doch, ich doch, seh Tropfen, ich sehe Regen. Ja, jetzt aber erst. Ich habe vorhin keine gesehen, jetzt sehe ich ein paar Tropfen. Das kann... Das war nie von Anfang an, das glaube ich nicht. Ja. Das hätte ich gesehen. Ich mag den Abstand, den wir gerade zueinander haben. Echt? Ja. Dann hol mal nicht auf. Hatte ich nicht vor. Ich bekomme Abstand zu den Idiots hinter uns. Ah, Raikön ist halt leider Dritter, das ist ein bisschen doof. Ey, lass den mal weg. Bei Raikön, wie gesagt, und Platz 3 ist immer noch besser als Vettel oder Bottas, aber... Naja. Nicht so smart, ja. Naja, vielleicht passiert ja noch irgendwas. Er wird ja jetzt wohl kaum einfach durchfahren und gewinnen. Das wäre zu leicht. Bremst du eigentlich hier in den Kurven oder gehst du nur vom Gas? Oder wie machst du beides was? So ein bisschen. Also ich gehe viel vom Gas und ganz, ganz bisschen bremsen. Aber wirklich nur so streicheln. Also ich gehe in meisten Kurven gehe ich vom Gas da in diesen Schlangenlinien und bei der einen doofen, da bremse ich so ein bisschen ganz ganz leicht, streichel ich das Ding so ungefähr. Okay, ich gehe bei den meisten eigentlich aufs Gas und streichel die Bremse dann auch nicht. Du gehst aufs Gas. Ja, auf die Bremse auch nicht. Ganz genau, so mache ich das. Einfach durchfahren. Alter, ich fahre gerade so schlecht. Vollgas und gib mir. Das war gerade deine Aussage, ne? Also, mache ich jetzt auch mal nach. Er sagt, meine Reifen sehen sehr gut aus. Guck mal nach, wie meine aussehen. 20%. Wetterbericht. Ich weiß nicht, ob das gut ist. Wetterbericht. Heute kämpfen wir gegen folgende Fahrer. Ray können. Jetzt sagt er mir, gegen wen ich heute fahre, Alter. 8 bis 11. Wetterbericht. Wir sind schon in Runde 5, Alter. Der Regen könnte eine Weile anhalten. Leichter Regen für die nächste Zeit. Am schnellsten kommst du gerade mit Trockenreifen voran. In Runde 8 soll ich an die Box. Also es regnet halt so, wie es jetzt regnet. Ich glaube, stärker wird es nicht kommen. Nee, ich glaube auch nicht, dass man die Reifen wechseln muss. Kommst auf jeden Fall näher ran gerade, ne? Kannst du mal aufhören? Echt? Ja.
Also ich habe noch nicht wirklich darauf geachtet, Junge, wie unser Abstand ist. Jetzt habe ich die Kurve verkackt. Unser Abstand war, als du gesagt hast, der gefällt mir, war 6,7, jetzt ist er 6,0. Ah. Und jetzt habe ich auch noch die Kurve verkackt, jetzt müsste er 5,7 sein. Hauptsache der Abstand, aber die fahren halt perfekt, also Raikön, dann Bottas, Hamilton und dann kommt Vettel. Also entweder ich rutsch. Die Mercedes-Reihenfolge weiß ich nicht, aber... Entweder ich rutsch oder ich habe keine Ahnung. Auf der Karte, das ja, so irgendwie fahre ich gerade viel, viel schlechter als die ersten paar Runden. Ich weiß, die Bedingungen sind hart, aber bleib dran. Ich glaube, die Strecke wird einfach nasser, aber wie gesagt, ich glaube nicht, dass man weg muss. Er sagt, er hat mir gerade was gesagt, warte mal. Was hat er dir jetzt gesagt? Nichts. Ah. Wetterbericht. Okay, er sagt einfach nur, am schnellsten komme ich mit Trockenreifen. Also mir hat er gerade gesagt, zwei Sachen hat er mir gesagt. Beim ersten Mal hat er gesagt, es ist hart, die Bedingungen sind nicht leicht, bleibt dran. Er sagt mir Bescheid, wenn wir auf Intermediates wechseln. Und danach hat er mir nochmal gesagt, als ich bei Startziel war, wir wechseln gleich, wir machen gleich einen Boxenstopp. Du darfst entscheiden, ob wir auf Regenreifen wechseln. Okay. Das hat er mir gerade gesagt. Und du holst auch extrem auf mich auf gerade. Du hast nochmal eine 1,5 Sekunden rausgefahren. Also ich fahre gerade überhaupt nicht geil. Also es wird schlechter, die Bedingungen. Er hat mir gerade nochmal gesagt, er ist sich nicht sicher. Und das ist Runde 6, Runde 8 soll ich reinkommen. Trockenreifen passen am besten, okay, naja. Seid schwer, das zu sagen. Vielleicht bleiben wir bis Runde 9 oder 10 oder so draußen, wenn es dann noch nicht so schlimm ist, wenn unsere Reifen das auch mitmachen. Und gucken, was sich halt die Bots draufziehen. Rutsch auch, mega. Deine Lieblingskurve war ich gerade richtig am struggeln. Ja, ich auch. Okay, warte. Okay, er hat mir gesagt, ich soll vorsichtig sein. Er gibt davon aus, dass mein Grip nachlassen wird. Das merke ich auch. Wie viel Prozent hast du? 36. Okay, ich habe 34. Vorne 26. Boah, was? Ich habe überall gleich viel. Ich habe hinten 34, 32. Vorne 27, 24. Was? Du bist so viel besser mit den Reifen. Ich fahr einfach geradeaus drüber. Ups. Ich schummel hier manchmal, aber das ist eigentlich nicht mehr. Also seitdem du das mit dem Bremsestreichen gesagt hast, komme ich ja auch viel besser durch. Ich rutsch hier einfach nur noch durch. Das ist einfach scheiße. Oh scheiße, ich jetzt auch. Das ist einfach scheiße. Oh scheiße. Okay. Sehe ich aber eigentlich immer am selben Punkt bei dieser Kurve hier. Also. Fahrer hinter mir. Was? Kann ich sagen. Was? Warte. Er hat mir gesagt, der Abstand zu meinem Hintermann, also Raikön, beträgt 18, irgendwas Sekunden. Ja. Kommt doch hin. Hat mir aber gerade den Abstand von dir zu ihm angezeigt und das war auch 18. Also kann das nicht. Oder hat sich da irgendwie was getan oder habe ich mich nur verguckt? Das würde ja schon fast bedeuten, dass wenn wir wirklich. Also mein Abstand Runde zu ihm länger, und zu Raikön ist 24. Was ist das? Ah, doch. Ah, okay. Also ja, gut, sehr gut. Alter, what the fuck. Er sagt, diese Runde, mach Druck. Ja, weil du immer die letzte Runde halt nochmal Vollgas geben, um die Reifen voll auszunutzen. Ja, ich fahre ja noch eine. Also du gehst auf jeden Fall in Runde 9 rein. Ich gehe jetzt auf jeden Fall nicht. Keine Ahnung, wann ich gehe, aber jetzt auf jeden Fall nicht. Über 40 und 45%.
Ich habe jetzt nochmal die Vorderkraft-Dingens da ein bisschen geändert. Das hat sich gerade ein bisschen wieder verstellt. Ich wollte das eigentlich höher. Heißt, ich sollte Vorder jetzt wieder gleichmäßig haben wie hinten. Ich habe auf meinem schlimmsten 40. Auf meinem schlimmsten 44 oder so. Auf meinem besten. Ich habe gerade Abstand offensichtlich zu dir verloren. Glaube ich. Alles klar, wir sind jetzt kurz vor dem Wechselpunkt. Bleib draußen, wenn das Tempo passt. Aber komm in die Box und lass dir Intermediates aufziehen, sobald du die Grenze erreichst. Hä? Er hat gerade zu mir gesagt, also, ich soll draußen bleiben, solange das Tempo passt. Und reinkommen, damit wir mir Intermediates draufziehen. Ja. Warte. Aber ich habe ja nichts eingestellt. Und er hat mir auch keinen Vorschlag gemacht. Er hat gesagt, dass... mir hat auch noch keinen Vorschlag gemacht, aber mir hat er auch was Ähnliches erzählt. Und zwar, dass die Reifen langsam nicht mehr die besseren sind. Und beim nächsten Boxenstopp ziehen wir Intermediates auf. Aber mir hat er auch keinen Vorschlag gemacht. Aber ich bleibe jetzt auch noch draußen. Und... Aber ich fahre 10 Sekunden schlechter als meine beste Runde. Ja, ich... 10 Minuten noch Regen. Noch 10 Minuten. Ja, hat er mir gerade auch gesagt. Es wird dann trocken werden. 10 Minuten. Ja, wechseln wir auf Intermediates. Und danach diesen 10 Minuten, wenn es dann aufhört, dann wieder auf Trockenreifen und damit durchfahren auf Rot oder so. Ja, mit Rot, ja. Ich rutsch weg. Oh, scheiße. Ich bin auch weggerutscht. Ich bin wieder oh, auf der scheiße. Strecke. Mich hat's fast gedreht. Dich hat's scheinbar gedreht. Ja, naja, also Sektor war da. Von links nach rechts, ja genau, ja. Aber nicht komplett rum. Aber es hat Zeit gekostet. Okay, meine Kameraaufnahme ist jetzt beendet. Sorry Leute, ich starte gleich wieder neu. Gehen wir jetzt auf Intermediates? Bin mir halt nicht sicher, ob wirklich Intermediates, weißt du? Ich wollte eigentlich gucken, was die Bots machen, aber DRS ist halt immer noch aktiviert, das ist halt scheiße, aber weiß es nicht, ich kann es dir ehrlich nicht sagen, was ist richtig. Sagen meine Reifen 53% hinten, 45% vorne. Ich entscheide es nächste Runde, was ich mache. Diese Runde geht noch nicht. Ich wollte jetzt gehen, aber ich bin mir auch noch nicht sicher. Ach komm, Alter, leck mich, ich fahr einfach rein. Ich wechsle auf Intermediates. Ich riskiere es. Boxenstopp. Hallo. Boxenstopp. Boah, unsere Zeit 14 Sekunden jetzt schon durch den Regen. Er zu dir oder? Ja. Was? Durch meinen Boxenstopp. Dreher. Alles klar, komm am Ende dieser Runde rein. Ich hoffe, die haben es jetzt geschnallt, dass ich auf Intermediates geschaltet habe. Ich drehe mich. Er gibt mir eine alternative Strategie. Ich habe Intermediates zwar schon angewählt, aber er schlägt sie mir vor. Er schlägt sie mir jetzt vor. Okay. Auch wenn ich sie. Ja, da sind noch nicht vorgeschlagen. Ich sie gerade selber angewählt habe und gegangen wäre, er hat sie mir gerade vorgeschlagen. Und es sind auch ein paar in der Box schon. Jetzt schlägt er sie mir auch vor. Ich werde wahrscheinlich fertig sein, bis du kommst, ne? Doch. Meinst du? Der ist deaktiviert. Okay, ich hätte auch letzte Runde schon gehen können. Ich habe mich nicht getraut. Aber jetzt sind die wir. Die anderen sind aber auch nicht jetzt in die Box. Sind wir auch nicht mehr sicher. Alle, also Ferrari und Mercedes, die uns interessieren, waren auch noch nicht noch in der gar Box. Nicht. Krass, dass die so lange durchgehalten. Nee, die waren auch noch gar nicht. Keiner von denen. Das finde ich so krass, dass keiner von denen, weil boah, wir sollten ja eigentlich weg. In Runde 8 schon. Und normalerweise gehen die eine Runde später oder so. Aber dass jetzt immer noch
Oh mein Gott, ich bin auch weggerutscht. Ja, ich habe es aber gemerkt und bin zum Glück noch auf der Strecke. Oh, war es wegen dir? Weiß ich nicht, kann sein. Alter, das geht ja gar nicht. Junge. Safety Car, fuck. Safety Car ist scheiße, der ganze Alter. Abstand ist jetzt. Ich meine, ich gehe jetzt an die Box, aber es ist trotzdem also scheiße. Alter, ich kann mich gar nicht mehr auf der Strecke halten. Mein Frontflügel ist kaputt. Fuck. Was? Wenn du 5 Sekunden Stop-and-Go-Strafe. Angeblich habe ich. Ich habe Vettel gar nicht berührt. Okay, Kamera neu gestartet. Du hast leider irgendwie Probleme gehabt. Ist bei mir leider. Oh, da ist Safety Car. Ich werde ihm fast drauf gefahren. Fuck! Okay, Mercedes musste mal warten. Ich bin Erster. Vettel ist nochmal gefahren auf Lila. Okay.